als Nutzen an. Das ist die Lehre der sozialen Marktwirtschaft. Ludwig Erhard und Otto Graf Lambsdorff sind aktueller denn je. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lindner. Für die Fraktion Die Piraten spricht der Kollege Stein. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Ehre, heute als erster Pirat im Landtag NRW einen Debattenbeitrag zu halten. Das freut mich. Das Thema Wesselweh erfreut mich nicht sonderlich, aber was mich erfreut, sind die Worte von Herrn Laumann. Herr Laumann, Sie fordern Transparenz. Wir sind die Partei, die auch Transparenz fordert. Und das werden wir tun. Wir werden einen Ausschuss zur Wesselweh fordern. Und ich glaube, wie ich Sie verstanden habe, können Sie dem ja gut zustimmen. Gut, worum geht es hier inhaltlich? Inhaltlich geht es nicht um die Restrukturierung, wie Sie es euphemisch in dem Gesetzentwurf nennen, sondern es geht um die Zerschlagung, um die Abwicklung der Westerwee. Hierzu soll 1 Milliarde fließen. In der Eckpunktevereinbarung vor einem Jahr ist das so vereinbart worden, dass die Milliarde dieses Jahr etatreif wird. Deswegen muss ich natürlich hier der Seite von CDU recht geben. Die hätte in diesem Haushaltsentwurf 2012 längst aufgeführt werden können. Das ist nicht geschehen. Das haben Sie intransparent gestaltet. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Sie sagen, das ist eine eigenfinanzierte Investition. Wir haben in der Kürze der Zeit ein erstes Rechtsgutachten erstellen lassen. Es ist gar nicht sicher, dass diese Investition als eigenfinanziert durchkommt. Wir werden das weiter untersuchen. Und dann greift Artikel 83 der Landesverfassung, das wissen Sie ja, brauche ich Ihnen nicht erklären, nämlich, dass die Netto-Neuverschuldung nicht höher liegen darf als der Anteil der eigenfinanzierten Investition. Und dann müssen wir bei diesem Entwurf 2012 konstruktiv im Konsens, dafür stehen wir ein, natürlich deutlich nachbessern. Aber wir wollen nicht, dass im Bereich Bildung gespart wird. Wir wollen auch nicht, dass im Bereich Jugend und Familie gespart wird. Und wir dürfen auch nicht auf Kosten der sozial Schwächeren sparen. Wir hoffen, dass wir mit Ihnen zusammen hier konstruktive Lösungsvorschläge finden. Ja, mit Ihnen zusammen im Konsens werden wir sehen. Ja, wer hat denn die Milliarde? Wir haben die WestLB nicht vor die Wand gefahren. Das steht fest. So. Gut, also diese 1 Milliarde, die der Steuerzahler zahlen muss, Ihre Wählerinnen und Wähler, die lieben Bürger in der NRW, die kommen für eine Garantie auf, die landet über Umwege irgendwann in der ersten Abwicklungsanstalt und dort hebelt sie quasi eine Unmenge an toxischen Papieren herbei. Es sollen ja auch noch jetzt die griechischen Staatsanleihen irgendwann in der ersten Abwicklungsanstalt landen, weiteres, womöglich auch spanische. Und die Risikolast, die Sie den Menschen hier in NRW aufbürden, die können Sie doch gar nicht mehr genau beziffern, wenn uns das Ding irgendwann um die Ohren fliegt. Das sind viele, viele, viele mehr Milliarden. Sie haben ja eine Haftungskaskade in dieser Eckpunktevereinbarung eingebaut, die schnell aufgebraucht. Und dann wird das Land NRW mit allen Menschen, die hier leben, mit den Steuerzahlern im Hintergrund, nämlich dafür haften. Alternative wäre gewesen, das sage ich Ihnen, Frau Kraft. Ja, schön. Ich improvisiere gerne in meinen Reden. Das werden Sie noch feststellen. Die Alternative wäre gewesen, damals, als Lehman pleite gegangen ist, der WestLB genauso gut einer geordneten Insolvenz zu unterziehen. Das haben wir als Piraten so gefordert. Das hätte punktuell natürlich Kosten verursacht. Das verschweigen wir ja gar nicht. Aber bitte sehr, das, was wir jetzt machen, immer neue Garantien aussprechen, immer mehr Milliarden nachschieben und immer mehr toxische Wertpapiere herbeizaubern und herbeihebeln, ja, das Ding fliegt uns in diesen 5 Jahren bestimmt um die Ohren, da können wir sicher sein. Und das, was dann die Steuerzahler und die Menschen in NRW da haften, ja, das wissen Sie selbst. Ich weiß nicht. Ja, dann wären die Sparkassen pleite gewesen. Ist das so? Ja, dann ist das so. Ja, dann sind die Sparkassen pleite. Wir haben eine freie Marktwirtschaft. Immer nur Systemrelevanz herbeiführen. Die Menschen hier sind auch systemrelevant. Wir stehen für die Bürgerinnen und Bürger ein. Danke, Frau Kraft. Frau Kraft, ich rede jetzt. Frau Kraft, ich halte die Rede. Vielen Dank für Ihre Zwischenrufe. Danke sehr. So, ja, natürlich bin ich der Schrecken der Sparkasse. Wir haben eine Lobby, das sagen wir immer, das sind die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben nicht ein paar, ja. So, bitte, Frau Kraft, ich bitte Sie. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um entsprechende Ruhe, damit Herr Redner seine Rede fortsetzen kann. Vielen Dank. Gut.
Dann können die Sparkassen, ja, die jetzt so arg gebeutelt sind, die picken sich die Rosinen heraus, wie das Herr Lindner gesagt hat, das sage ich eben so. Die Sparkassen, ach Mensch, bitte sehr. Ja, Frau Kraft, darf ich meine Rede zu Ende bringen? Jetzt hören Sie mal hier auf. Das ist ja wirklich unwürdig in diesem Parlament, dass Sie ständig ins Wort fallen. Bitte sehr. So. Ich drehe mich jetzt mal in die Richtung zu meiner Fraktion. Ja, gut. Die Sparkasse, die Laber, die pickt sich die Rosinen heraus, was wird geleistet, es ist schlecht verhandelt worden im Sinne der Steuerzahler, der hätte einen Beitrag zum Beispiel an der Milliarde, hätte ja zum Beispiel gezahlt werden können von der Sparkasse, es sind ja gut Aktiva von 45 Milliarden, wenn ich recht informiert bin, diese Aktiva haben kaum Risikowertpapiere dabei, also die Rosine kriegt die Sparkasse, sie leistet keine Gegenleistung, Herr Dr. Bojans, ich bin auch der Meinung, dass Sie da ganz schlecht verhandelt haben. Und dass sie dem Steuerzahler da wirklich nur eine Last aufbürden, die nicht sein muss. Und das Dritte ist, dann haben wir diese Service- und Portfolio-Management-Bank, das Sahnehäubchen, ist doch nichts anderes als eine Auffanggesellschaft. Nehmen wir es doch beim Namen, das ist eine Auffanggesellschaft für die ehemaligen Angestellten, die teilweise hohe Top-Manager-Gehälter verdienen. Und was machen die da? Die machen für die erste Abwicklungsanstalt ein bisschen Dienstleistung und dann wird das so schön offen gehalten, möglicherweise auch für Dritte. Ich prognostiziere, diese Dritten wird es nicht geben. Ja, die werden also quasi nicht in ihrer Arbeitszeit ausgelastet werden können und das führt dann im letzten Ende dazu, dass sie dort vielleicht Däumchen dreuen oder toxisches Wertpapierquartett spielen oder ähnliches. Und das kann nicht sein. Da haben sie den Steuerzahler hier eindeutig zu viel Lasten aufgebürdet. Und wir machen das transparent. Und wir nennen das auch so beim Namen, auch wenn es Ihnen nicht passt. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Für die SPD-Fraktion spricht der Herr Kollege Börschel.